Wasser, das Lebenselixier. Frisch und rein. Seit mehr als 600 Jahren schätzen die Menschen auf der Schwäbischen Alb dieses Geschenk der Natur, das wir seit Jahrhunderten für sie abfüllen. Göppinger Mineralwasser. Frisch vom Fuße der Schwäbischen Alb. Am Wochenende wird die Hölle Süd in Göppingen wieder international. Denn in der dritten Runde des EHF-Pokals empfängt Titelverteidiger Frisch auf Göppingen zu Hause den Schweizer Vertreter Pfadi Winterthur. Im Hinspiel konnten sich die Grün-Weißen mit einem 33:30-Erfolg eine gute Ausgangsposition verschaffen. Beim alles entscheidenden Rückspiel in der Göppinger EWS-Arena soll der angestrebte Einzug in die Gruppenphase dann perfekt gemacht werden. Dabei müssen sich die Spieler jedoch, genauso wie beim Hinspiel auch, auf eine besondere Art an Gegner einstellen. Die spielt etwas anderes Handball als Bundesliga. Die sind etwas kleiner, schneller. Läuft schnelle Mitte, Gegenstoß, aber unser Abwehr muss etwas besser sein Mittwoch. Aber das ist auch ein ganz anderes Handball. Anwurf zum Rückspiel in der dritten Runde des EHF-Pokals ist am Samstag um 19:30 Uhr. Wenn Göppingen gewinnt, unentschieden spielt oder mit weniger als 3 Toren Unterschied verliert, ziehen die Grün-Weißen in die Gruppenphase ein. Dann würden mindestens 6 weitere Spiele auf internationalem Parkett folgen. Den Grundstein dazu muss der Titelverteidiger jedoch am Samstag legen. Das allerdings mit dem Vorteil, die eigenen Fans im Rücken zu haben.